Schönen guten Tag, mein Name ist Tonio Schunk und ich sitze hier heute mit dem Andreas Siebert zusammen. Der Andreas ist 55 Jahre alt, richtig, Richtig. geboren in Wernigerode und arbeitet momentan im Bauten- und Eisenschutz, korrekt? Richtig. So, Andreas, du möchtest gerne als Stadtrat kandidieren, ja, einen der begehrten Plätze bekommen und hast dir da Gedanken gemacht, was du denn in den Stadtrat einbringen möchtest. Ja. Und da sind hier so ein paar Themen, die wir mal kurz anreißen wollen. Wir wollen das im Sinne eines, ich sag mal, Impuls, einer Impuls-Interview quasi, wollen wir das mal aufziehen, dass du kurz mitteilst, was genau möchtest du machen. Und wir fangen mal an mit deinem Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger von Wernigerode zu mehr ehrenamtlichen Engagement aufzurufen. Was genau meinst du damit? Also es gibt schon sehr viele ehrenamtliche Bürger, die Ehrenämter betreiben. In der Politik scheuen noch viele zurück. Und durch mein Engagement möchte ich mal damit ein bisschen zu beitragen, dass eventuell noch andere sagen, halt, ich könnte auch noch ein Ehrenamt machen. Gerade weil derjenige, der ich gerade bin, alleinerziehender Vater bin und dafür auch noch ein bisschen Zeit übrig habe. Das ist erstmal sehr lobenswert, stimmt. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Du bist alleinerziehender Vater, hast zwei Töchter, die sind 13, ne? Nein, 12. 12. Und einer der Punkte, die du auch mit reinbringen möchtest, ist das Thema Ferienspiele einzuführen und Freizeitangebote zu erweitern. Was sagst du dazu? Ja, das ist richtig. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, die man noch DDR nennt, oder kennen auch vielleicht noch viele. Da gab es Ferienspiele, die relativ günstig waren. Die wurden mittlerweile ein bisschen abgeschafft, aber oder minimiert. Und das würde ich ganz gerne wieder reaktivieren und ein bisschen fördern, jedenfalls gucken, ob im Stadtrat noch ein bisschen Geld für die Kinder da ist. Denn das ist auch irgendwie ein wichtiges Thema, gerade weil es wenig Kinder gibt und diese Kinder bräuchten wir eigentlich mehr, damit auch unsere Renten gesichert sind. Gut, du meinst also, eine Förderung der Kinder, gerade dadurch, dass man das Angebot erweitert, würde dann bedeuten, man hat mehr Angebote, ist kinderfreundlicher. Demzufolge, ja, ist Wernigerode dann eine kinderfreundlichere Stadt. Ist das richtig? Wernigerode ist schon relativ kinderfreundlich, aber dadurch würde sie noch ein bisschen mehr kinderfreundlich werden. Es reicht ja nun nicht aus, dass das Geld jetzt als Kindergeld erhöht wird und die Eltern, die sich dazu entschlossen haben, Kinder zu kriegen, dann nachher, wenn die Ferien da sind, nicht wissen, wohin mit den Kindern, weil sie ja arbeiten müssen. Und ein Arbeitnehmer kriegt nur 6 Wochen im Jahr und die Ferien sind wohl ein bisschen länger. Das ist korrekt. Okay, Andreas, kleine und mittelständische Betriebe sind ein weiteres Thema von dir. Du hast da unter dem Motto Leben und Leben lassen gesagt, dass die zu fördern sind. Was meinst du mit fördern? Also fördern, ich sehe mehr oder weniger da, wo ich jetzt arbeite, das ist ein kleiner oder mittelständischer Betrieb mit 6 Personen, Arbeitnehmern. Und mein Chef ist der Meinung, wenn er genug Geld verdient, dann sollen auch die Arbeiter, die bei ihm beschäftigt sind, auch dementsprechend verdienen, damit sie nicht noch einen Zweit- oder einen Drittjob annehmen müssen Richtig. und ihre Familien damit ernähren können. Ja. Und das würde ich ganz gerne hier in Wernigerode auch so handhaben, weil es gibt auch in Wernigerode welche, die relativ viel Geld verdienen, aber ihre Arbeitnehmer ein bisschen weniger bezahlen oder nicht so viel bezahlen, wie sie eigentlich wert sind. Und Okay. das bringt natürlich wer mehr bezahlt wird. Und wenn der Arbeitnehmer einen richtigen Lohn hat, wo er auch von leben kann, das bringt ein besseres Arbeitsklima und es bringt auch viel mehr Leistung. Der ist viel leistungsfähiger als wie einer, der eben wenig Geld verdient und sagt, hey, ich bin schon bei den Gedanken von den anderen Job, den ich jetzt in 2 Stunden noch ausüben muss, um überhaupt überleben zu können. Okay, also das Thema Arbeitsmoral ist auch etwas, das du ansprechen wirst. Also, letzter Punkt, Andreas, ist bei dir, du möchtest das Freibad erhalten und durch Wasserkraft beheizen, richtig? Richtig. Wie kamst du auf diesen Punkt? Also auf diesen Punkt kam ich darauf,
dass es Gerüchte hier in Wernigerode gibt, wobei ein Kreisel entsteht. Mhm. Hier beim Krankenhaus. Mhm. Und es ein Teil von den Freibad weggenommen werden sollte, weil es einfach nicht mehr gut besucht wird, so wie früher mal. Mhm. Okay. Nur früher war das Freibad leider beheizt von der Hasseröder Brauerei. Ich mache jetzt gerade Werbung. Das tut mir jetzt leid, aber es ist ja halt so. Und es gibt mittlerweile kleine Wasserkraftwerke, also kleine, die man auch an kleineren Flüssen bauen kann, ohne großen Aufwand. Und damit könnte man dieses beheizen, also, okay, also das Freibad beheizen, das Wasser, weil ja sowieso ein Kreislauf durch die Umweltpumpen für die Desinfizierung des Bades existiert, ist das auch kein großer Aufwand. Okay, und das wäre relativ kostengünstig? Das wäre relativ kostengünstig. Okay. Es gibt so auch viel mehr, weil ich ja auch dafür stehe, dass ich für eine dezentrale Energieversorgung bin. Das heißt, das ist auch Einfamilienhäuser. Mhm. Jetzt entweder mit Wasserkraft, wenn sie an einem Fluss liegen und das Wasserrecht haben, oder eben mit kleinen Windkraftanlagen was zum Stromnetz beitragen, damit der Strompreis ein wenig billiger wird, wie er jetzt durch die EEG-Umlage ist. Alles klar, gut. Andreas, ich danke dir, dass du das vorgestellt hast, was dir wichtig ist. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg, hoffentlich in den Stadtrat, und ruf nochmal auf, wenn dir das gefallen hat, auch Fragen zu stellen über unsere Parteiseite. Und ja. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss, Tobias.